Die Liebe. Ein starkes Gefühl mit großer Wirkung. Für die einen sind es die berühmten Schmetterlinge im Bauch. Wundervoll. Aufregend. Andere sind sich ihrer Liebe so sicher, dass sie bereit sind für den nächsten Schritt und mit Freude dem neuen Lebensabschnitt entgegensehen. Und wieder andere sind gezwungen, wegen der Liebe Entscheidungen zu treffen. Und manchmal verändern sich dabei Ziele oder Träume grundlegend. Da ist es gut zu wissen, dass man mit seinen Fragen, Sorgen und Ängsten nicht allein gelassen wird. War es der berühmte erste Blick? Ein besonderer Duft? Oder einfach nur das Gefühl, auf einer gemeinsamen Wellenlänge zu sein? Egal, was es war. Auf einmal verspürt man den Wunsch nach Nähe. Ich hatte natürlich vorher auch mal schon mal einen Freund oder so, aber das war dann nur Händchen halten oder mal ein Bussi. Aber jetzt mit Leo, das ist schon was anderes, das ist was Besonderes. Ich würde schon sagen, das ist meine erste große Liebe. Und plötzlich will man mehr. Spürt dieses gegenseitige Verlangen. Wir waren schon sehr unerfahren. Mit den Eltern reden, das geht gar nicht. Ja, aber dafür hatten wir dann Sexualunterricht in der siebten, achten. Ja. Und dann kam dann jemand von außen, Schwangerenberatungsstelle im Gesundheitsamt, soviel ich weiß. Ja, genau. Und das war dann gut, da konnte man wirklich mal sachlich darüber reden, ohne dass es einem peinlich wurde. Ja, da kam eine Person von außen, die man gar nicht kennt, und da hat man sich auch gar nicht geschämt, alles zu fragen. Ja, das war ideal. Ziel ist, in einem turbulenten Lebensabschnitt Orientierung zu vermitteln und Verhaltensmöglichkeiten an die Hand zu geben. Denn Wissensvermittlung ist zu wenig. Neben Angeboten der sexuellen Bildung und der Sexualpädagogik sind Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung die wichtigsten Angebote der staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Bayern. Es gibt Situationen, in denen auch verantwortungsbewusste Menschen in einen tiefen Konflikt geraten können, der all ihre Ziele und Pläne auf den Kopf stellt. Eigene Werte und Normen geraten ins Wanken. Es hat mich ziemlich überrumpelt, weil es lief gerade sehr gut in der Arbeit und ich hatte Erfolg und es ging aufwärts, und dann plötzlich heißt es, ich bin schwanger und keine Ahnung, ich meine, klar will ich Kinder, aber eben jetzt noch nicht. Ich wollte das selber entscheiden, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. In dieser Ausnahmesituation helfen die Schwangerschaftsberatungsstellen der Landratsämter und kreisfreien Städte, ein wenig Ordnung in das Durcheinander zu bringen. Also ich habe es erstmal nur meiner besten Freundin erzählt, weil ich die anderen erstmal nicht einweihen wollte. Und die war es dann auch, die mir empfohlen hat, zu einer Schwangerenberatungsstelle zu gehen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wo in Bayern das Beratungsangebot in Anspruch genommen wird. Ich komme aus einem sehr kleinen Ort und da kennt eigentlich jeder jeden. Und deshalb fand ich es echt gut, dass das Angebot der Beratungsstellen ortsunabhängig ist. Zuerst hatte ich schon Vorurteile. Ich habe irgendwie gedacht, das wird so eine Nummer, wo die mit aller Gewalt versuchen, dich zu überreden. Und da hatte ich nicht so Lust drauf. Aber als ich dann da war, war es eigentlich ganz anders und ich war echt positiv überrascht. Manchmal kann es schon helfen, einen Schritt zurückzutreten und sich alles aus der Distanz zu betrachten. Wenn man seine Situation jemandem mitteilen kann, sieht man oft klarer. Die Beraterinnen und Berater begleiten sie, nicht wertend und ohne Vorurteile, ein Stück auf ihrem Weg zu ihrer Entscheidung. Selbst wenn diese bereits feststeht, kann es sehr hilfreich sein, alles noch einmal zu reflektieren. Vertraulichkeit ist dabei selbstverständlich. Während bei dem einen eine Schwangerschaft die gesamte Lebensplanung auf den Kopf stellen kann, haben sich andere nichts sehnlicher gewünscht. Ja, als die Frauenärztin mir bestätigt hat, dass ich schwanger bin, da war ich total überrascht, weil es war eigentlich nicht geplant. Aber wir haben uns doch sehr gefreut. Und weil es halt so ungeplant war, hatten wir noch ganz viele Fragen. Zum Beispiel, wie machen wir das mit dem Job? Oder was gibt es so für Unterstützungsmöglichkeiten und so weiter?
Auch in diesem Fall helfen die Beratungsstellen der Landratsämter. Hier erhalten Sie Informationen rund um Schwangerschaft und Geburt. Auch für die Zeit danach bekommen junge Familien Hilfestellung. Also nach dem ersten Beratungsgespräch war ich total beruhigt. Ich weiß jetzt, wo ich was beantragen kann, und wir haben jetzt schon einiges in die Wege geleitet. Das Beratungsangebot ist noch viel weitreichender und kann auch vollkommen anonym über das Internet stattfinden. Hier finden werdende Eltern eine Anlaufstelle, wenn es durch die Schwangerschaft zu Problemen in der Partnerschaft kommt. Oder wenn die Familie durch die anderen Umstände in materielle Not gerät. Wenn Sie ein behindertes Kind erwarten, bekommen Sie Informationen zu Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten. Also was mir ganz besonders gut gefallen hat, ist, dass wir sehr schnell einen Beratungstermin bekommen haben, viele wichtige Tipps, praktische Tipps vermittelt bekommen haben. Es ist alles sehr unbürokratisch über die Bühne gegangen und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Leute hier wissen, wovon sie reden. Liebe und Sexualität. Starke Gefühle mit großen Auswirkungen. Dank verlässlicher Informationen und guter Beratung wissen die einen jetzt besser Bescheid, sind sicherer geworden. Andere haben eine Entscheidung getroffen, die für sie jetzt stimmt. Und wieder andere können sich unbeschwert auf einen neuen Lebensabschnitt freuen. Was immer sie zu den Beratungsstellen geführt haben mag, es bleibt das Gefühl, nicht allein gelassen zu werden, egal wo sie in Bayern leben.